Der Israel-Hamas-Krieg intensiviert sich. Die Angst vor einer Ausweitung auf den Libanon und somit die iranische Miliz Hisbollah treibt aktuell die Märkte. Falls Israel einen Zwei-Fronten-Krieg beginnt, ist natürlich eine Einmischung der Amerikaner und natürlich gleichzeitig des Iran immer wahrscheinlicher. Störungen des internationalen Warenverkehrs und besonders natürlich des Ölhandels würden die Märkte, so wie sie heute darstellen, in der aktuellen Lage definitiv komplett aus dem Ruder bringen. Vergessen wir bitte nicht, dass wir den strengsten Zinserhöhungszyklus der Zentralbank Federal Reserve in Amerika in der Geschichte gesehen haben dieses Jahr, die Liquidität aus den Märkten rauskommt und natürlich gleichzeitig die Schockgefahr immer größer wird. Q4 2023, dieses Quartal, Oktober, November, Dezember, verspricht definitiv noch Hochspannung in allen Anlageklassen. Und aus diesem Grund müsst ihr unbedingt dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen. Jetzt sofort teilen, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Und übrigens, mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hörtnagel. Benjamin, und eine Sache, die ist auffallend. Und zwar, wir haben keine Glaskugel, aber wir haben eines ganz klar vorausgesagt, dass diesen Herbst Dinge passieren werden, die einen Stein ins Rollen bringen wird und dass dann Rohstoffpreise explodieren beginnen. Und ja, wir haben immer gesagt, wenn der Krieg in Israel angekommen ist, dann ist es Zeit für das große Krisenfinale und damit natürlich auch viel Bewegung an den Märkten und den Assetklassen quer durch. In unserem Buch, dem Generationencrash, das kostenlos zum Download am Buy verlinkt ist. Jeder kann sich das Buch kostenlos runterladen und da haben wir genau vor 4 Jahren bereits skizziert, was derzeit auf uns zukommt. Und unter anderem haben wir da eine spannende Seite gerade aufgeschlagen, wo steht, the biggest military budget, also das größte Militärbudget. Und darin lesen wir schon von der Statistik von vor vielen Jahren, dass Saudi-Arabien gefolgt von Israel, gefolgt von Russland, gefolgt von den Vereinigten Staaten und der Türkei die größten Militärausgaben als Staaten zu verzeichnen haben. Ja, genau jene Staaten sind es nun, auf die es ankommt. Genau jene Staaten sind es nun, die die Schlüssel in der Hand haben, wo an und für sich unsere Welt von morgen hingeht. Benjamin, jetzt sofort für alle das Buch nochmal kostenlos zum Download. Holt euch diese Seiten, die sind mehr wert als Gold, sage ich einmal, denn daraus kann man ableiten, was jetzt die nächsten Wochen und Monate auf uns zukommen wird. Heute schauen wir aber auf die Märkte und vor allem, Benjamin, auf die Rohstoffe, oder? Richtig, Hannes. Und natürlich müssen wir da sofort mit dem Iran beginnen, der derzeit so im Fokus ist, dass eventuell eine Einmischung hier Iran in Israel passiert und eventuell die direkte Konfrontation ansteht. Beginnen wir nun mit den iranischen Ölexporten. Schauen wir uns an, was der Iran an Öl exportiert. Und wie gesagt, wir arbeiten hier immer bei Marktupdates viel mit Graphen, um das Ganze leicht visualisieren, für euch zu visualisieren, dass ihr es leichter versteht. Und wir sehen, dass die iranischen Ölexporte geboomt haben dieses Jahr. Also rund 40% höher als im ersten Quartal haben wir aktuell Exporte vom Iran in die Welt hinaus. Öl- und Gasexporte generell machen 82% von den iranischen Exporteinnahmen aus. Also man muss natürlich verstehen, der Iran lebt eigentlich von diesen Exporteinnahmen, die er da macht. Und primär gehen natürlich die Ölreserven vom Iran gehen ganz klar nach China, den direkten Konkurrenten von Amerika und natürlich auch nach Indien. Falls natürlich die USA den Iran jetzt weiter sanktionieren würden, was wir uns ganz leicht vorstellen könnten, natürlich im Zuge dieses Krieges, was natürlich eine Riesenproblematik weiterhin für den Öl- und Gasmarkt bedeuten würde, wäre natürlich eine Verknappung des globalen Rohölmarkts eigentlich baked in the cake, wie man so schön sagt, wäre quasi eingepreist. Und dann schauen wir uns jetzt mal eben die Iran-Ölreserven nochmal genau an. Wir sehen hier in dieser Grafik, dass der Iran eigentlich die drittgrößte Nation weltweit ist von den Ölreserven her. Wir haben hier nur Saudi-Arabien mit 262 Millionen Barrel noch vorne und gleichzeitig eben das Venezuela mit 304 Millionen Barrel. Wichtig aber jetzt natürlich, Iran ist ein großer Erdgasexporteur. Und da schauen wir uns jetzt die Exportdaten mal an. Schauen wir uns mal an, was Iran auch an Erdgasreserven hat und wir sehen, dass Iran der zweitgrößte Reservoir quasi weltweit hat hinter Russland. Also Iran im Öl- und im Erdgasmarkt ein absolutes Schwergewicht. Und natürlich wäre eine Sanktionierung des Iran für Russland gar nicht mal so schlecht, weil das würde Russland sogar in die Karten spielen, weil Russland dann noch viel mehr exportieren könnte. Und übrigens ein aktuelles Video, was wir gedreht haben, hier oben verlinkt, von den Russen, wie die die ganzen Sanktionen von den Amerikanern und den Europäern umgehen. Absolut sehenswert, seht ihr hier in diesem Video oben. Aber natürlich auch die Amerikaner. Gehen wir nun weiter zu den Amerikanern, das ist ganz wichtig. Die würden sogar profitieren davon, wenn das passiert. Denn die US-Ölunternehmen produzieren derzeit so viel wie überhaupt noch nie. Blenden wir eine Grafik ein. Der Output aktuell beträgt 14 Millionen Barrel pro Tag. Also die Produktion in den USA läuft auf aktuellen absoluten Hochtouren. Und solange der Krieg natürlich nicht auf US-amerikanischem Boden stattfindet, ist es sogar wirtschaftlich mal gar nicht so schlecht
für die Amerikaner. Und wenn wir uns den täglichen weltweiten Verbrauch vom Rohöl mal anschauen, der beträgt nämlich 101 Millionen Barrel. Also die USA produzieren, was das Zeug hält derzeit. Und gleichzeitig wissen wir ja, dass Saudi-Arabien und Russland die Produktion absichtlich verknappt hat, um quasi eben die Rohölpreise etwas oben zu halten, damit sie auch mehr Einnahmen generieren. Hannes? Benjamin, eine Sache, eine Frage an dich, und zwar, welcher Krieg hat den Amerikanern denn nicht genützt seit dem Zweiten Weltkrieg? Also macht man das übliche Spiel anscheinend schon wieder, und natürlich wird sich der US-Militärkomplex darüber wahnsinnig freuen, wenn dann mehr produziert werden muss und dann mehr auch verschossen wird. Dazu nächsten Dienstag einen Livestream, und ja, wir hören natürlich, was ihr zu uns sagt, und deswegen ab sofort unsere Dienstags-Livestream, wo wir auf die politische Lage eingehen, wo wir eingehen, was derzeit in der Welt passiert. Ab sofort, jeden Dienstag, 17 Uhr, gehen wir live, seid unbedingt mit dabei. Ist immer eine ganz besondere Stimmung, mit so vielen Leuten vernetzt zu sein, und da können wir auch ganz, ganz viel gemeinsam austauschen. Ja, bei diesen Livestreams gießen wir definitiv ein bisschen Öl ins Feuer, und die hohen Ölpreise, über die sprechen wir jetzt gleich weiter, die sind natürlich primär gut für Länder, die Öl im großen Stil exportieren. Das heißt natürlich die OPEC-Staaten wie Russland, Iran, Saudi-Arabien, natürlich alle anderen OPEC-Plus-Staaten, für die ist das generell gut, wenn die Preise eben oben sind. Und die haben einfach Interesse natürlich daran, dass die Preise nicht komplett in sich zusammenfallen. Das Einzige, was die USA bzw. der Westen derzeit tun kann, um diese Ölpreise unter Kontrolle zu halten, ist natürlich die Nachfrage in der Wirtschaft zu zerstören. Und genau das haben wir dieses Jahr gesehen. Durch die massiven Zinserhöhungen in Europa, in den USA, versucht man durch die Nachfrage in der Wirtschaft zu hemmen, und dass natürlich weniger Energie verbraucht wird, weniger Öl verbraucht wird. Und somit kann man natürlich die Ölpreise von der Nachfrageseite etwas, kontrollieren. Oder man kann natürlich auch Länder sanktionieren, aber wohin die Sanktionen führen, wie gesagt, haben wir ja schon ganz genau gesehen. Ja, dieser Krieg um die Rohstoffe, der ist brandgefährlich, das können wir gar nicht oft genug erwähnen, und hat in der Geschichte immer schon zu ganz großen Kriegen zwischen Großmächten geführt. Der große Verlierer ist Europa, weil in Europa natürlich weder wir können die Währung nicht kontrollieren, wir können die Rohstoffe nicht kontrollieren. Das heißt, wir benötigen Dollar in Europa, damit wir international handeln können, und gleichzeitig benötigen wir Rohstoffe. Aber beide Dinge, den Dollar und die Rohstoffe, haben wir beides nicht. Beides müssen wir quasi importieren, und deswegen zahlen wir in Europa natürlich einfach die Zeche und natürlich die Deutschen leider am meisten. Das muss man hier ganz klar erwähnen. Die einzige Chance, diesem Chaos auch innerhalb von Europa und besonders in Deutschland zu entgehen, sind einfach harte Sachwerte zu kaufen, weil je mehr Nationen in finanziellen Stress jetzt kommen, und Deutschland kommt in großen finanziellen Stress jetzt die nächsten 1 bis 2 Jahre, desto eher wird es auch zu massiven staatlichen Repressionen gegen die Bürger kommen. Und genau das haben wir, wie gesagt, im Buch erwähnt. Deswegen unbedingt hier nochmal die Werbung. Ladet euch völlig kostenlos jetzt gleich hier unten dieses Buch runter. Wir haben super viele Lösungsvorschläge genau für dieses Szenario, was derzeit passiert, für euch vorbereitet. So, ganz wichtig, viele von euch interessiert es jetzt natürlich, wie wird es jetzt mit den Rohstoffpreisen weitergehen? Wie schaut es derzeit aus? Und wenn wir über Rohstoffpreise sprechen, müssen wir gleichzeitig auch über den Dollar sprechen, weil alle weltweiten Rohstoffe wie Kupfer, Öl oder zum Beispiel Bauholz oder natürlich auch die Nahrungsmittelrohstoffe, Weizen, Mais, Sojabohnen, alle diese Rohstoffe werden in US-Dollar gehandelt. Und dann schauen wir uns natürlich jetzt auf eine Grafik vom Dollar an, vom US-Dollar und der Positionierung derzeit. Und wir sehen natürlich schon, dass aufgrund der Zinserhöhungen und natürlich auch immer noch, sag ich jetzt mal, der rezessiven Lage in den Finanzmärkten, ja, man weiß ja nicht, kommt jetzt die große Rezession oder kommt sie nicht, aber wir sehen auf jeden Fall, dass der Dollar noch relativ stark ist und aktuell gerade in einer Rallye nach oben ist. Das heißt, jetzt im vierten Quartal steigt der Dollar gerade. Das drückt natürlich etwas noch auf die Rohstoffe, obwohl wir Rohöl bei $87 haben und Gold um die $1,950. Aber es könnte noch, wie gesagt, dieses Quartal eine super Chance für alle jetzt entstehen, in diesen Markt nochmal reinzukommen, um dann 2024, 25, 26, so wie wir es im Buch gesagt haben, dieser riesengroße Rohstoffboom kommt und der Dollar vor einem gigantischen Bärenmarkt steht. Und Hannes, es wird alles angerichtet, das muss man jetzt mal echt hier sagen, alles wird angerichtet für das Krisenfinale, und man hat jetzt noch die Chance, sich perfekt für diese riesengroße zweite Inflationswelle zu positionieren. Benjamin, wird die zweite Welle sein, die zweite große Welle sein, die das Finale begleiten wird. Und ja, wir sind bereits im Krisenfinale drinnen. Der Startschuss wurde Mitte Oktober
offiziell in Israel losgetreten. Ja, wir sehen es in aller Welt. In der Türkei an und für sich bezieht langsam die Position. Bitte behaltet es die Türkei im Auge. Da muss man ganz klar sehen, was da auf uns zukommt und auch viele andere arabische Länder wie Saudi-Arabien natürlich. Morgen aber schauen wir uns eine große Chance an. Deswegen unbedingt morgen um 11.30 Uhr bei unserem Livestream dabei sein. Live von der Lugano Bitcoin-Konferenz. Und ja, auch wenn man Vorbehalte gegen Bitcoin hat, sollte man morgen trotzdem unbedingt einschalten und um 11.30 Uhr live von unserem Channel mit dabei sein. Richtig. Und natürlich haben wir heute noch etwas, wie soll ich sagen, einen kleinen Tipp, ist keine Investmentempfehlung hier. Wir haben natürlich etwas mitgebracht, was man sehr genau beobachten sollte. Und da blenden jetzt die Grafik ein von dem Rohstoff Kupfer. Und viele von euch sind wahrscheinlich schon positiv auf Kupfer gestellt. Vielleicht der ein oder andere hat schon eine Positionierung. Aber wir sehen gerade, dass die Kupferpreise derzeit nochmal ordentlich runterkommen. Derzeit natürlich im Fokus der Energiemarkt mit Gas, mit Öl. Klar, Israel, der Mittlere Osten, das primär natürlich die Energie, das Energiethema hier ganz, ganz groß. Aber die Kupfermärkte, die werden auch einer der interessantesten Rohstoffe sein, beziehungsweise der interessanteste Rohstoffe sein innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre. Ihr seht es, derzeit wetten die Spekulanten derzeit auf fallende Kurse. Wir haben Netto-Short-Positionen. Also eigentlich könnte sogar im Kupfermarkt in den nächsten 1 bis 6 Monaten vielleicht noch eine gute Einstiegschance entstehen. Und deswegen schaut euch diesen Markt gut an, nehmt das Ganze auf die Watchlist und vergesst bitte nicht morgen unbedingt einschalten, weil dann wird es nochmal richtig interessant, wenn es natürlich zum Thema Bitcoin und Kryptowährungen kommt, weil eines ist klar, wenn der Dollar im großen Bärenmarkt kommt und die Welt sich so weiter dreht, wie wir es im Buch hier schon vor Jahren geschrieben haben, dann wird auch Bitcoin definitiv sehr, sehr interessant. Ganz wichtig, Benjamin, ich sag's noch einmal, holt euch das Buch. Das ist nicht umsonst, dass wir es derzeit so stark bewerben und es kostenlos raushaben. Wir sagen, ja, jeder soll die Chance haben, in diesem Umbruch zu profitieren und deswegen jeder soll auch kostenlosen Zugang haben zu diesem Wissen, was wir da vor 4 Jahren zusammengefasst haben. Und ja, das ist einfach das Standardwerk von Investinvest. Wir verbinden damit Mindset und Skillset. Wir verbinden damit all das, was wir zu geben haben. Und ja, wir sollten uns darauf konzentrieren, wie wir die Dinge wieder verbinden, anstatt sie weiter zu spalten in einer weiter fragmentierten Welt, die Spaltung und damit die Machteliten der alten Zeit sozusagen zu nähren. Deswegen konzentrieren wir uns drauf auf den aufbauenden Prozess und ja, da geht das verbindende Element in den Vordergrund und deswegen auch das Mindset in diesem Buch ganz klar drinnen, das einem ganz klar lernt, wie man eben solche Krisensituationen in der Welt jetzt meistern kann und eben dann am Ende des Tages als Gewinner des Umbruchs gemeinsam bei Investibest herauskommt. Wartet nicht mehr damit, ladet euch das Buch kostenlos runter, nehmt die Chancen jetzt wahr. Wir haben noch ein Fenster dieses Quartal, dieses Jahr noch, wo man, wie gesagt, sich noch sehr gut bilden kann, sich noch Positionen auch aufbauen kann. Die Preise sind immer noch sehr weit unten zu dem, was uns bevorsteht. Es steht uns die größte Jahrhunderthosse in Rohstoffen und auch in Kryptowährungen bevor. Davon kann man, wie gesagt, extrem profitieren. Nutzt, wie gesagt, die Möglichkeit mehr, wie es 100-mal sagen und euch kostenlos das Buch zur Verfügung stellen können wir nicht. In dem Sinne vergessen wir nicht, zumindest bis morgen schlafen die Zyklen, jetzt gerade im Mittleren Osten, in Israel mit den Hamas, ganz bestimmt nicht. 3 Buchstaben, die die Welt verändern können. T-U-N. Jetzt ins Tun kommen, jetzt das Buch runterladen, jetzt gemeinsam die Welt von morgen gestalten. Tschüss, Leute.